Die letzte Folge von Star Wars Acolyte war ja eigentlich ganz in Ordnung, zumindest zu einem minimalen Teil. Wir wurden mal mit einem Ende überrascht, was tatsächlich doch ein wenig minimale Action hatte und potenziell gar nicht mal so verkehrt aussah. Dementsprechend war jetzt die Hoffnung und die Wünsche und Träume der, naja, noch verbliebenen Star Wars Fans natürlich sehr hoch, was die nächste Folge angeht. Und einige Leute waren sich sehr sicher, es wird hier erstmal wieder komplett die Geschwindigkeit rausgenommen. Aber tatsächlich kann ich jetzt schon vorwegnehmen, diese Folge, und zwar Folge 5, war gar nicht mal so schlecht. Wenn ihr jetzt schon getriggert seid, weil ihr Star Wars Fans seid und diese Serie einfach grundlegend hasst, dann bleibt doch einfach mal dran und lasst mich mal erklären, was genau ich nicht so schlecht fand und warum ich es trotzdem immer noch sage, die Serie ist kompletter Bullshit. Deswegen rede ich jetzt auch nicht länger um den heißen Brei rum und ich sage direkt mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Als erstes wird hier direkt wieder gesagt, es wird hier definitiv Spoiler geben. Spoiler zu der letzten Folge vielleicht sogar und auch Spoiler zu Folge 5, allgemein Spoiler zu Star Wars und hauptsächlich zu The Acolyte. Als zweites möchte ich direkt erwähnen, hier handelt es sich nach wie vor hauptsächlich um meine persönliche Meinung. Wenn ihr anderer Meinung seid, ist es voll fein. Es gibt hier kein direktes richtig oder falsch. Wenn einem die Serie gefällt, dann ist es gut so. Wenn einem die Serie absolut nicht gefällt, dann ist es auch okay. Ich bin der Auffassung, gerade auf diesem Kanal möchte ich hier jede Meinung grundlegend erstmal akzeptieren, vor allem was halt Filme und Serien angeht. Jede Meinung hat seine Daseinsberechtigung und ich werde niemals sagen, jo, deine Meinung ist komplett falsch, außer es ist halt irgendwas Faktisches, was halt einfach wirklich wortwörtlich faktisch widerlegt wurde. Aber genug um den heißen Brei rumgelabert, starten wir doch ins Video rein. Grundlegend wird dieses Video mal heute aufgebaut in positive Sachen, negative Sachen und was wir Neues erlebt haben, neue Kenntnisse und so. Fangen wir mit dem Positiven an, denn das ist hier wirklich ein bisschen mehr als in der letzten Folge, muss man einfach sagen. Und zwar, der erste Fakt ist, wir bekommen hier keine Zeitverschwendung. Sprich, wir haben keinen Timeskip, wir haben keinen Flashback, wir haben nichts. Wir starten quasi 5,37 Sekunden nach Folge 4, also nach dem Ende von Folge 4. Osha wacht im Gebüsch auf und sieht erstmal, holy shit, hier ist durch diesen Machtschub von dem bösen Bösi alles Mögliche an Landschaft zerstört worden und irgendwie sind die ganzen Jedi auch weg. Was ist denn hier los? Also, der Kampf läuft schon so 2-3 Sekündchen, aber wir starten direkt in diesen Kampf rein. Und ja, was soll ich dazu sagen, ich bin einfach gestrickt und wenn jemand damit ein Problem hat, dann soll es so sein. Ich liebe in Star Wars Lichtschwertkämpfe. Ja, für mich ist die Folge definitiv besser, weil wir Lichtschwert-Action sehen. Und ich bin auch der Meinung, das sollte nichts Verwerfliches sein. Wir gucken hier Star Wars und Star Wars ohne Action, ja, ist halt nicht hundertprozentig Star Wars. Man braucht halt irgendwo doch ein paar Lichtschwerter. Und ja, auch wenn es wirklich nur flache Ansprüche sind, ist es in dem Fall einfach so. Und da kann ich auch einfach sagen, ich finde die Lichtschwert-Choreografie so in allgemein okay. Ich finde sie nicht ultra krass, also es kommt nicht an Star Wars Episode 3 ran, es ist aber auch nicht schlecht, würde ich mal behaupten. Es sieht halt doch nach Live-Action aus und irgendwie in manchen Szenen wirkt es ein bisschen undynamisch, aber an für sich kann man sagen, es passt, es ist gut aufeinander abgestimmt. Ein Punkt, der hier jetzt als positiv zwar aufgeführt wurde, aber wo ich gleich auch nochmal im Negativen vielleicht drauf eingehen werde, ist, dass alle Jedi komplett abgemurkst werden. Alle Jedi Meister hauptsächlich. Vor allem, man muss denken, es ist zum Teil Jedi Meister wahrscheinlich dabei, zum Teil normale Jedi Ritter. Und wir bekommen hier ein ähnliches Szenario wie mit Palpatine und Windu und Kit Fisto und wie auch immer sie alle da waren, wo sie Palpatine des Verrats angeklagt haben. Die wurden hier einfach komplett niedergeschmetzelt und man muss sagen, das war schon in Episode 3 sehr, sehr fragwürdig. Wir haben hier Jedi Meister. How the fuck haben die denn 4 oder 5 gegen 1 verloren und das waren hier deutlich mehr. Gut, der Überraschungseffekt muss man auch einfach sagen, ist da. Vielleicht haben einige von denen jahrelang keinen Schwertkampf, also Lichtschwertkampf gegen jemanden geübt. Wirklich so effektiv, jemand, der einen töten möchte. Deswegen kann man da sagen, selbst in Universe kann man verstehen, dass sie gegen den Kampf, gegen einen Sith vielleicht erstmal aufs Maul bekommen. Nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, es ist nicht schlecht gemacht. Und die ganze Folge ist zu, sagen wir mal, 70% wirklich Lichtschwert-Action. Und das finde ich geil. Das ist das, was tatsächlich gefehlt hat bis jetzt. Dann bekommen wir eine Sache, die wahrscheinlich wirklich sehr viele Fans von Star Wars und Hasser der Serie gefeiert haben. Und zwar ist das, naja, die Selbstauslöschung nerviger Charaktere. Sie haben es wirklich geschafft. Fast alle Charaktere, die teilweise nervig waren, zum Beispiel Yord und auch teilweise hier Jackie oder wie sie hieß, wurde ja von vielen irgendwie nicht so gut aufgenommen. Ich fand sie jetzt nicht so verkehrt, aber gerade auch in dieser Folge fand ich sie ziemlich nervig, muss man sagen. Die wurden halt einfach komplett abgemurkst. Jackie auf eine super coole Art und Weise, der Sith hat einfach aus seinem Lichtschwert noch ein Lichtschwert rausgezogen und das war quasi ein kleines, die haben sogar eine Bezeichnung, ich weiß gar nicht wie, das ist auch zum Beispiel das, was Yoda nimmt oder was Ahsoka als zweites Lichtschwert hat und er sticht sie wortwörtlich damit ab. Ich glaube, so
ich nenne es mal Straßens, also so Street-Style-mäßig, haben wir noch nie gesehen, dass jemand in Star Wars so abgemuxt wurde. Weil normalerweise ist ja immer der Kampf wirklich sehr, sehr choreografisch basiert, wie halt ein Schwertkampf. Aber nicht so auf einmal so eine Messerattacke, zack, zack, bumm. Also es war sehr überraschend. Ich habe auch wirklich wortwörtlich nicht damit gerechnet. Und ich fand es jetzt auch gar nicht so dramatisch, dass sie gestorben ist. Gut, wir kannten sie jetzt 4 Folgen und davon auch wirklich nur effektiv 3. Und auch in den 3 nur so ein paar Sekunden. Deswegen, wo war die Bindung zu dem Charakter, dass es jetzt so Drama-Baby war, dass man sich darüber aufregt? Gleiches bei Yord. Yord kriegt einfach mal hardcore das Genick gebrochen. Einfach so random und wird dann so in die Ecke geschmissen. Du? Überraschung. Ich musste sagen, ich fand das cool, gerade weil ich den Typen absolut nicht leiden konnte. Er ist einfach tot, er ist einfach so mit bloßen Händen getötet worden. Ich fand das mega geil, vor allem, weil er auch in dieser Szene einfach, muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Er hat viel Gutes gemacht in dieser Folge, viel versucht zu retten, viel versucht zu helfen, aber irgendwie doch war er dann ein bisschen zu hochnäsig oder zumindest übermütig. Deswegen fand ich es nicht schlecht, dass sie ihn... Na, versteht er. Deswegen kann man an der Stelle sagen, danke lieber Sith, dass du uns zumindest Yord als supernervigen Charakter einfach genommen hast. Bisschen komisch, dass du alle anderen Jedi auch ausgelöscht hast, so eigentlich schon fast random irgendwie. Und Jackie, ja, die Art war schon cool, hätte nicht sein müssen, aber komm, sei mal dahingestellt. Aber trotzdem, danke an der Stelle, lieber Sith. Außerdem bekommen wir hier natürlich das Face-Reveal von unserem lieben Bösi-Bösi mit rotem Lichtschwert, der sich halt als Sith herausgestellt hat, an alle Leute, die gesagt haben, nein, nur weil er ein rotes Lichtschwert hat, muss er kein Sith sein. Es ist also doch so, naja, sei mal dahingestellt. Nichtsdestotrotz, dieser Punkt wird auch gleich nochmal bei den negativen Punkten auftauchen, denn da werde ich gleich was zu sagen. Aber eine Sache müssen wir sagen, und zwar, es ist nicht eine der Mütter. Und das ist sehr gut. Denn das waren ja einige Theorien und ich fand einen Kommentar, der hat auch super viele Likes bekommen, dieses von wegen, als ob der seine Maske abnimmt und sagt, Osha oder May, ich bin deine Mutter. Das wäre so schlimm gewesen. Gleichzeitig hätte ich lachen müssen, aber es wäre einfach so asozial gewesen und ich bin wirklich... Danke, danke, dass es nicht der Fall ist. Das Original-Reveal, wer es wirklich ist, ist jetzt vielleicht nicht viel besser, aber wie gesagt, da komme ich jetzt gleich drauf zu sprechen. Aber grundlegend können wir sagen, es war keine Mutter und das ist, wie gesagt, schon fast 100% gut. Allgemein muss ich sagen, die positiven Punkte, auch wenn es jetzt nicht wirklich extrem viele sind, die haben in der Folge schon wirklich viel ausgemacht. Wie gesagt, die Folge war jetzt nicht bombastisch krass und macht die Serie auch, weiß Gott, nicht besser, aber sie hatte definitiv mehr von dem, was man in Star Wars sehen möchte, als die 4 vorherigen Folgen, weil hier war doch wirklich ein bisschen Spannung dabei. Ein bisschen, aber sie war da. So, gehen wir jetzt mal über zu den negativen Punkten. Und als erstes möchte ich sagen, die Folge wirkte trotz der guten Action und der vielen Action gerade deswegen sehr, sehr random. Wir bekommen wieder mal viele Schnitte zwischen Kampf und Flucht von Osha und Yord. Dann wieder Richtung Kampf. Dann sehen wir nochmal ein bisschen hier, wie May und irgendwie mit Jackie am Kämpfen. Dann sehen wir wieder Lichtschwertkampf. Es war ein sehr wildes Hin- und Hergeschnitte und ich glaube, das ist einfach das, was sie in der Serie machen wollen. Man sieht es in vielen Folgen, dass einfach sehr, sehr oft die Szenerie gewechselt wird. Finde ich persönlich jetzt ein bisschen nervig. Vielleicht wollen sie auch einfach nur das Feeling durch die ganzen typischen George Lucas Star Wars Überblenden sehen. Diese schönen, ne, Filmwechsel, die so 1800 Jahre alt sind, gefühlt. Das wollen sie, glaube ich, hier viel einbringen. Ist okay, können sie ja machen. Ich finde es jetzt nicht so unfassbar notwendig. Ich finde diese vielen Kleinschnitte dann doch ein bisschen nervig. Sagte er wahrscheinlich, während er in seinem eigenen Video hunderte Schnitte setzt, aber sei mal dahingestellt, wir reden hier über eine Serie oder über einen Film, deswegen ist es ein anderes Thema als das hier. Eine Sache, die ich absolut frech fand, mindestens genauso frech wie wahrscheinlich jeder, der gesagt hat, okay, durch Ki Adi-Mundi und durch die Aussage in... späteren Filmen von ihm, ja, die Sith sind seit mehreren tausend Jahren tot. Da brauchen wir nicht zu diskutieren, das ist Kanonbruch. Man kann es sich schön reden in hier und da, bla bla bla, aber wollen wir es einfach mal nicht machen. Was ich viel frecher fand, ist die Tatsache, dass Jackie einen auf Ahsoka macht. Ja, sie hat natürlich ihr Lichtschwert und hat dann noch ein anderes Lichtschwert, was aber kürzer war und... oder ein anderes, was länger war, irgendwie so rum, und hat auf einmal das Lichtschwert rückwärts gehalten. Sprich, sie hat eins ganz normal gehalten und das andere nach hinten weg. Und zwar waren das grüne Lichtschwerter. Welchen Charakter aus Star Wars, der super beliebt ist, hat ähnlichen Kampfstil jahrelang gemacht, bevor sie auf ihre weißen Lichtschwerter umgestiegen ist? Ja, das ist Ahsoka. Ich habe das gesehen und dachte, ach ja, Mensch, Ahsoka-Referenz, cool. Warum? Braucht keiner, ist jetzt irrelevant. Gut, kann man sich jetzt so aufregen, weil man denkt, was ist eine Ahsoka-Referenz. Man kann aber auch sagen, hey, die hatte einfach ein Lichtschwert in der Hand und das war zufällig andersrum und sie hat gedacht, okay, komm, dann benutze ich das so. Was ich viel schlimmer fand, ist die Tatsache, dass sie direkt sehr gut damit umgehen konnte. Soweit ich das aus Videos von verschiedensten Star Wars YouTubern oder auch aus den Star Wars Filmen und Serien selbst erfahre, ist Lichtschwertkampf zu trainieren schon schwer. Und wenn man sich einmal auf einen Kampfstil festgelegt hat, ist einen neuen zu lernen vielleicht auch ungewöhnlicher. Gleiches zum Beispiel mit Count Dookus gebogenem Lichtschwertgriff. Das war einfach sehr verwirrend für viele Leute,
für viele Jedi, sich diesem Kampfstil anzupassen. Und ihr wollt mir sagen, dass diese kleine Jackie hier in dem Moment dieses zweite Lichtschwert in die Hand nimmt und sich denkt, ach, weißt du was? Ich kann einfach diesen Kampfstil. Fand ich an der Stelle auch ein wenig random. Muss man nicht verstehen, kann man sich drüber aufregen, ist aber auch vielleicht nur ein kleiner Punkt. Ja, kommen wir jetzt direkt mal zur großen Gesichtsenthüllung zum Face Reveal des Sith. Und ja, das, was eigentlich die ganze Serie schon quasi angedeutet wurde, ja, wer ist es? Ja, das ist der Apotheker, / Mays Kumpane, der Dulli-Typ, der einfach die ganze Zeit rumhängt, den May dann ja noch hintergangen hat und ihn an den Baum gehangen hat. Ja, das konnte man erwarten. Ich finde es schade, dass sie es wirklich so gemacht haben, dass es nicht jemand Größeres, Krasses dahinter steckt. Wobei man jetzt auch sagen muss, er muss ja nicht der einzige Sith sein, denn wir wissen ja spätestens seit Darth Bane die Regel der zwei, sprich entweder ist er der Schüler oder der Meister. Und hier kommen jetzt schon ganz viele Theorien aus dem Internet hervor. Entweder er ist der Schüler von zum Beispiel Darth Plagueis oder er ist der Lehrer von Darth Plagueis oder er ist der Schüler von Darth Sidious. Egal, es gibt verschiedenste Theorien, was für ein Schüler, welcher Lehrer, was weiß ich es sein könnte. Sind nur Theorien, ich habe mich da nicht ganz eingelesen, aber verkehrt ist der Ansatz ja nicht. Es wird ja ziemlich sicher mindestens zwei Leute geben. Dass der Dude es aber ist, ist halt so unfassbar random. Aber ich bin sowieso der Meinung, wir haben hier wieder das Paradebeispiel von wegen einen Sith mit einer Maske, der die Maske einfach nur aus Coolness trägt. Und das finde ich ja nach wie vor scheiße. Darth Vader brauchte seinen scheiß Helm. Er hat ihn gebraucht. Auch verschiedenste Sith aus der Old Republic-Ära haben diese Masken gebraucht, weil sie einfach im Kampf verletzt wurden oder. Aber zum Beispiel ein Kylo Ren oder halt auch der Typ hier brauchen es nicht. Die haben es einfach aus dem Swaggy-Grund gehabt. Finde ich immer ein bisschen kacke, es einfach nur der Optik wegen zu machen, auch wenn ich Fan von solchen Helmen, Masken bin. Aber ich finde, da muss auch ein bisschen Sinn hinterstecken. Obwohl, es gibt einen kleinen Sinn, da komme ich gleich drauf zu sprechen, weil der ist komplett für den Arsch. Dann fand ich eine Sache sehr, sehr komisch und gefühlt haben wir das noch nie in einem anderen Star Wars Projekt gesehen. Verbessert mich, falls ich an der Stelle falsch liege. Aber dieser Sith hat es einfach geschafft, die Lichtschwerter von verschiedensten Jedi einfach kaputt zu machen für zumindest einen kurzen Zeitraum. Also ich weiß nicht, ob damals zu dieser Zeit die Lichtschwerter einfach noch nicht so hoch entwickelt waren wie mittlerweile. Aber du kannst mir nicht sagen, dass einfach so ein Schlag mit einer Faust oder seinem eigenen Lichtschwertgriff, das Lichtschwert einfach, das hat einfach Stabprobleme. Also es hat einfach Fehlzündungen. Das sehen wir nachher auch nochmal bei seinem eigenen Lichtschwert. Ich glaube in dem Kampf oder in der Szene mit Soul, wo beide Lichtschwerter so ausgehen und so kleine Funken sprühen. Das war so unfassbar random. Ich fand es jetzt nicht verkehrt, aber ich habe mich gefragt, warum haben die Startschwierigkeiten, brauchen einen Start, hier Überbrückungskabel. Ich habe es nicht verstanden. Wenn ihr wisst, warum, wie das passiert ist, erklärt es mir. Ich kenne sonst nur, dass meistens jemand einem das Lichtschwert abschneidet und dementsprechend die Klinge nicht mehr funktioniert, weil halt irgendein Prozess da drin nicht funktioniert. Sehen wir zum Beispiel auch bei dem Lichtschwert von Cal Nacker, was ja Dings Jackie hatte, da war es ja auch, ja, es wurde abgeschnitten, hat nicht mehr funktioniert. Ist okay, aber warum war es so ein Defekt? Hat er es mit seiner Macht unterdrückt? Erklärt es mir, wenn ihr es wisst. Dann kommen wir zu der schlimmsten Szene, naja, zweitschlimmsten Szene, und zwar der Käferangriff. Osha hatte die grandiose Idee, mithilfe dieser lichtanzüglichen Käfer den Sith auszuschalten. Sie klebt ihren komischen Droiden-Sidekick an seinen Rücken mit einer Taschenlampe an und die Käfer greifen den Typen an. Der schwingt mit seinem Lichtschwert, trifft gefühlt nur die Hälfte, wird dann von denen weggetragen und ich sitze hier an meinem PC, gucke mir diese Folge an und frage mich einfach, Bro, du hast vor vielleicht einer halben Stunde 6, 7, 8 Jedi mit deinem Machtstoß Kilometer oder zumindest mehrere Meter weit weggestoßen und dabei den Boden rausgerissen. Wieso nutzt du hier nicht einen Machtschub? Also entweder ich weiß nicht, wie Macht funktioniert, weil ich kein Jedi oder Sith bin, aber diese Käfer, die waren ja einfach OP und das war ein bisschen lame. Bin ich ganz ehrlich, ich dachte, bitte, wenn der jetzt gestorben wäre, wäre es noch schlimmer gewesen. Dann hätte ich wirklich aufgehört mit der Folge oder mit der Serie. Das hier war einfach nur dulli und das war dumm gemacht. Es hat einfach nur gezeigt, dass Osha denken kann und einen Plan hatte. Der Plan hätte aber einfach schief gehen müssen, weil das einfach sinnfrei war. Ungefähr genauso sinnfrei wie der nächste Punkt und das ist nämlich die Festnahmeszene zwischen Osha und May. Sie laufen weg und treffen sich auf einmal und stehen sich gegenüber und dann denkt man erst, sie vertragen sich. Aber nein, Osha ist dann doch wirklich der guten Seite verfallen und möchte May festnehmen. Sie macht quasi so Art Polizeigriff und man denkt, okay, jetzt legt sie ihr Handschellen an, ist erstmal okay. Aber nein, sie lässt sich in einer Kindergartenüberwältigungsszene so von May überwältigen, dass man sich wirklich fragt, die war eine Jedi-Padawan? Was hat sie? Hat sie irgendwie alles vergessen? Ich hab's wirklich nicht geblickt. Auf jeden Fall wurde der Spieß umgedreht. May hat sie dann mit ihren krassen Hexen-Machtskills weggestoßen und das sah halt wieder so aus wie so ein übel lame. Und sie fällt so eine Bordsteinkante runter, die so vielleicht 2 Zentimeter hoch war und ist bewusstlos. Und ich frage mich so, Osha, ist alles okay bei dir? Was ist da los gewesen? Gleichzeitig macht May einen auf cool.
Du konntest noch nie gut blocken. Slay. Holy moly. Was ist denn da los? Und dann kommt es zu der schlimmsten Szene. Wirklich, ihr habt es auf dem Thumbnail schon gesehen. Ab jetzt gibt es gratis im Jedi Store den Haarschneider 5000. Ein Lichtschwert, was per Abschneiden der Haare eine perfekte, wirklich glanzlose Frisur stylen kann. Leute, was zum Fick war das? Ich reg mich ja wirklich echt nicht gerne über Kleinigkeiten auf, wo man sich so denkt, ach komm, weißt du, ist scheiß gemacht, lass mal laufen. Aber man sieht doch, wenn Haare mit etwas Heißem, was ja nun mal ein Lichtschwert quasi ist, abgeschnitten werden. Man sieht auch, dass die Form einfach nicht passt. Und ihr wollt mir wirklich sagen, durch dieses Kopf nach vorne, dass die Haare nach vorne fallen, hat sie aus ihren langen Dreads diese Kurzhaar-Dread-Frisur geriert, die einfach wirklich zu 100% aussieht wie die von Osha. Nee, da bin ich absolut nicht dabei. Das war so eine Scheißszene und ich denke mir, holy shit, wir hatten nicht viele gute Szenen in dieser ganzen Serie, aber die war beschissen wie sonst was. Und ja, dann kommt es natürlich zu dem, was man in diesem Moment erwartet und was ich auch vielleicht schon vorher erwartet habe. Mei verkleidet sich deswegen als Osha und geht halt zu Soul und geht mit ihm aufs Schiff und sie fliegen dann weg. Was mich hier am meisten aufregt, ist die Tatsache, dass dieses scheiß Schnüffelvieh natürlich erkennt, dass es nicht Osha, sondern Mei ist. Und da Yor tot ist, wir keinen Übersetzer haben. Aber ihr wollt mir sagen, dass Soul, der anscheinend so eine starke Verbindung zu Osha hat, dass er wirklich den Jedi-Rat oder den Jedi-Orden mehr oder weniger sagt, hier leckt mich am Arsch, ich weiß, ist Bindung kacke und ich habe zu große Bindung zu Osha, aber ich möchte ihr helfen und sie suchen und. Ihr möchtet mir sagen, dass der nicht mit der Macht gespürt hat, dass das vielleicht nicht Osha, sondern Mei ist? Also das ist lame. Warum ist der Jedi-Meister geworden? Naja, ein weiterer Punkt auf unserer Liste von wegen, wie scheiße ist die Serie eigentlich wirklich? Dann schneiden wir noch einmal auf unseren Sith und wir sehen, da liegt Osha in den Klamotten von Mei und es wirkt zumindest so, als würde der Sith realisieren, dass sie Osha ist. Ich meine, sagt es nicht sogar in die Richtung so von wegen, ja, ne, bla bla bla, aber das ist gar nicht das, was mich so aufregt. Nein, wir bekommen schon wieder das Machtheilen. Ja, seitdem Rey das erste Mal gemachtheilt hat, ist es in Star Wars inflationär und es wird überall gebraucht und alle Jedi, die jemals durch einen Lichtschwertkampf verletzt wurden und dadurch gestorben sind, die beißen sich einfach nur in die Hände, weil auf einmal kann jeder Macht heilen und keine Verletzung ist mehr tödlich, wenn du Jedi oder ein Sith oder eine machtsensitive Person bist. Es ist irgendwie ganz komisch und ich finde, es ist nach wie vor einfach nicht cool oder auch einfach nicht richtig in Star Wars. So, das waren jetzt meine Negativpunkte. Kommen wir jetzt mal zu den Sachen, die wir quasi heute neu erfahren haben in dieser Folge. Und zwar natürlich einmal ganz offensichtlich, der Apotheker ist der Sith. Wie neu war das? Es war ziemlich offensichtlich. Ich habe es auch mehr oder weniger schon predicted oder der Großteil der Community hat es quasi predicted. Und deswegen war die Überraschung ungefähr so, oh, er ist wirklich. Naja, gucken wir weiter. Also es war nichts Überraschendes. Es war wirklich, es wurde ja schon fast dahin gezeigt, so von wegen hier, vielleicht könnte der das sein, aber wie gesagt, nach wie vor besser als die Mütter. Dann natürlich das Wichtigste und zwar, der Sith ist wirklich ein Sith. Es haben ja super viele Diskussionen im Internet geherrscht, von wegen, es ist kein Sith, auch einige Kommentare unter den Videos. Es ist, Leute, es ist ein Sith. Und ja, auch wenn ein rotes Lichtschwert nicht immer hundertprozentig inflationär für den Begriff des Sith verwendet werden sollte, sprechen wir von Star Wars und von einer Marke, die davon lebt, einen bösen Sith als Gegenspieler zu haben. Natürlich ist das ein Sith gewesen, es war klar. Ich hatte nie eine Sekunde einen Zweifel daran, aber hey, sei es mal dahingestellt. Dann bestätigt sich natürlich auch meine Vorahnung bezüglich des Rollentausches der beiden Schwestern. Ja, nicht so, wie ich es geplant habe, aber ziemlich ähnlich. Nämlich Osha ist jetzt Mei und Mei ist jetzt Osha. Wahrscheinlich wird der Sith auch merken, hey, Osha könnte tatsächlich eine bessere Akolytin sein und Osha wird Scheiße bauen und dann doch zur guten Seite wechseln. Ich predikte es nach wie vor. Und dann haben wir eine Sache und zwar gehen wir nochmal kurz auf den Helm ein. Ich sagte ja bereits, ich finde es schlecht und scheiße, wenn ein Sith einen Helm, eine Maske hat, die einfach nur zur Deko da ist und keinen Sinn hat, wie eine Verletzung, eine Atemmaske, was weiß ich. Aber nein, hier dieser Helm hat auch noch eine Wirkung und zwar es ist anscheinend der Helm von Magneto. Denn es wird kurz mal darauf angespielt, dass er sagt, ja, sonst könnte Soul ja in seine Gedanken gucken. Kann er ihm jetzt durch den Helm nicht in die Gedanken gucken? Ist das jetzt so ein Magneto-Professor X-Ding, dass also Soul quasi Gedanken lesen könnte, aber mit dem Helm funktioniert das nicht? Habe ich da was falsch verstanden in der Welt der Jedi und Sith? Naja, es ist eine Sache, die haben wir jetzt neu erfahren und herzlichen Glückwunsch. Der Helm hat doch eine Fähigkeit, aber die ist ungefähr so dahergeholt, dass man es eigentlich ignorieren kann. Nach wie vor sieht, ich persönlich finde das Design nicht schlecht. Einige sagen, es hat was von einem männlichen Geschlechtsorgan, um es mal jugendfreundlich auszudrücken. Ihr wisst, was ich meine.
Penis. Ich sehe das auch, aber ich finde die Maske nach wie vor nicht so verkehrt. Aber hey, das ist an der Stelle einfach meine Meinung. Alles in allem kann ich jetzt einfach nur sagen, ich muss sagen, ich fand die Folge an für sich okay. Aber halt auch nur die Action. Das, was wieder zwischen der Action passiert ist, war halt eher so, naja, kann man machen, muss man nicht. An der Stelle kann ich aber auch wieder sagen, nach wie vor, nur weil mir diese eine Folge jetzt gut gefallen hat, sage ich nach wie vor, die Serie ist komplett für den Arsch. Und sie wird auch, wenn sie eine legendäre Folge mit sich bringt, nicht besser werden. Man muss einfach mal sagen, es ist okay, wenn man sagt, hier Lichtschwert-Action, für mich reicht, um Star Wars zu mögen. Ich bin da nicht anders. Ich mag zwar auch die Story zwischendrin, aber hey, Star Wars ist nun mal Lichtschwerter-Action, finde ich. Wie gesagt, das Einzige, was mich an der Folge ein bisschen genervt hat, waren halt wieder diese sprunghaften Sequenzen, ein paar Logikfehler hier und da und wie gesagt, allein die ganze Aufmachung der Serie ist weiterhin ziemlich fragwürdig. Diese Folge werde ich aber tatsächlich einfach mal nicht mit Punkten bewerten, denn ich weiß A, nicht, was ich genau für eine Punktzahl geben würde und B, ist es mir aufgefallen, anscheinend kann man es Star Wars Fans in keinster Weise recht machen. Irgendwie sagt man was Positives zu der Serie und man wird als blindes Huhn abgestempelt, so von wegen, ja, du hast ja eh keine Ahnung, wie kann man das gut finden. Sagst du aber was Schlechtes, bist du automatisch ein Hater. Also die Star Wars Community und ja, fühlt euch vielleicht auch hier und da jetzt angegriffen. Das ist einfach nur mal so, klar, Meinungsfreiheit hier und da, keine Frage. Aber irgendwie kann man es keinem recht machen in der Welt von Star Wars. Finde ich ein bisschen anstrengend, aber hey, geht mir auch tatsächlich ein bisschen am Arsch vorbei. An für sich kann ich einfach nur sagen, bis jetzt war das für mich die beste Folge dieser Serie und ihr könnt jetzt auch sagen, was ihr wollt. Ich, wie gesagt, werde eure Meinung akzeptieren, keine Frage. Aber hey, man kann es nicht jedem recht machen. Trotzdem würde ich immer noch weiterhin appellieren. Leute, wenn ihr eine andere Meinung habt, dann lasst einfach ganz normal, friedlich, freundlich und höflich darüber diskutieren. Es ist ja nichts Schlimmes, nur eine andere Meinung zu haben. Aber andere Leute wollen das anscheinend nicht. Aber naja, die Leute werden dann auch wahrscheinlich einfach keine weiteren Videos mehr sehen. Ansonsten würde ich an der Stelle sagen, Grüße gehen raus an genau diese Leute. Willkommen in den Kommentaren. Jetzt ist dieses Video aber auch am Ende angelangt. Und an der Stelle kann ich nur sagen, schreibt mir liebend gerne in die Kommentare eure Meinung zur Folge. Wie gesagt, ich bin für jede Meinung offen. Man kann über alles reden und einfach sagen, hey, das ist meine Meinung, das ist meine. Ich akzeptiere fast jede Meinung eigentlich im Normalfall. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung rein. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie ich zu den anderen Folgen werde ich die hier jetzt überall, wo es möglich ist, einblenden. Checkt die Folgen gerne aus. Ich werde auch mal eine Playlist dazu machen. Dann könnt ihr euch ja mal ein Bild machen, wie ich die Serie so im Allgemeinen finde. Und naja, und wenn ihr ähnlicher Meinung seid wie ich in diesen Videos, dann könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben. Eure Meinung, wie gesagt, da lassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn euch allgemein diese Videos auf diesem Kanal interessieren, dann checkt den Kanal doch gerne mal aus. Vielleicht guckt ihr euch ein paar andere Videos an und lasst am Ende ein Abo da. An der Stelle möchte ich das Video jetzt aber nicht länger strecken, als es vielleicht wahrscheinlich sowieso schon ist. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.